Ja, wir sind jetzt seit einigen Tagen für Elsners Reisen auf der Gepardenstation von Ashia. Das ist ungefähr eine Stunde sind wir gefahren, ja, ne? Von Kapstadt weg. Etwa, ja. Und ein sehr, sehr neues Projekt und das ist wirklich bemerkenswert. Gell? Absolut. Es ist ein wunderschönes Stückchen Erde, wo diese Station entstanden ist. Und hier hat es 22 Gehege, 14 Geparden, also auch noch Möglichkeiten, weitere Tiere aufzunehmen. Hier werden verletzte und kranke Tiere eben übernommen, gesund gepflegt, wieder ausgewildert, wenn es möglich ist. Und dann ist auch gezüchtet, dass man gezüchtete Tiere eben auch wieder auswildern kann. Eine ganz wichtige Artenschutzarbeit, die hier geleistet wird. Gleichzeitig hat man hier auch als zweite Säule den Tierschutz bei Raubkatzen entdeckt. Also werden verletzte Tiere, kranke Tiere, die irgendwo aufgefunden wurden, werden aufgepäppelt. Und dann im Idealfall eben auch ausgewildert in gesicherten Naturschutzgebieten, wo sie dann halt nicht sofort wieder gejagt werden. Also das ist schon wirklich bemerkenswert, dass hier Artenschutz und Tierschutz so Hand in Hand laufen und beides im Ende dazu führt, dass die Art der Geparden im Idealfall eben doch nicht aussteht. Ja, das ist ganz schön knapp. Ne? Warum macht man das? Weil die Geparden natürlich sehr stark reduziert wurden. Es gibt nur noch knapp 7000 Geparden auf unserer Erde. Das ist nichts. Stellen Sie sich mal vor, eine Kleinstadt mit 7000 Leuten, wenn das die letzten Menschen wären und nur noch 7000 und das ist der Rest auf der ganzen Erde, dann kann man sich mal die Relation für eine Tierart vorstellen. 7000 Tieren ist eigentlich so gut wie nichts. Und deswegen muss man hier alles daran setzen, dass man diese Tiere vermehrt und eben auch wieder in die Natur rausbringt. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Wir werden uns das in den nächsten Tagen noch anschauen. Wir fahren in die Auswilderungsgebiete, um zu sehen, wie das gemacht wird. Denn alle Tiere, die hier eine Zeit lang vom Menschen abhängig gelebt haben, müssen erstmal lernen, wieder selber Futter zu fangen und sich in der Natur zurechtzufinden, weil es bringt ja nichts, sie einfach rauszusetzen. Und nach ein, zwei Tagen sind sie direkt tot. Ja, das ist hier nur die erste Station. Hier gibt es diese 22 Gehege. Und da werden die Tiere vorbereitet. Zwischen 1500 und 3000 Quadratmeter groß sind die Gehege. Aber das ist natürlich noch nicht das, was sie nachher brauchen, um wirklich in der Natur bestehen zu können. Da gibt es eine zweite Station, die werden wir bald kennenlernen. Und das sind hektargroße Gehege. Und dann von dort aus ist dann der Schritt in die Natur ein kleinerer. Genau, und vielleicht haben wir die Zeit und die Möglichkeit, euch da auch ein kleines Video zu machen, wie es dort aussieht. Das wird natürlich mindestens genauso spannend wie hier werden. Ja, also es ist absolut schön und ich möchte diese Station einfach nochmal loben, weil es ist einfach klasse, wie hier gearbeitet wird. Die Tiere in perfekter Kondition, die haben ein glänzendes Fell, die haben schön viel Auslauf und werden wirklich super hier gepflegt. Hier hat es ausgebildete Tierpfleger, die ja, 5 Tierpfleger, glaube ich, sind es für 14 Tiere. Das ist natürlich ein Riesenluxus, aber das kommt den Tieren natürlich zugute. Ja, und deswegen, man kann das hier auch als normaler Tourist besuchen, allerdings nicht einfach so reinlatschen, sondern das geht immer nur, dass es auch sinnvoll ist, mit einem Guide, der einen rumführt, der einem erklärt, was mit den Geparden in Afrika gerade passiert und auch die einzelnen Tiere und ihre Schicksale vorstellt. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Hier kommt man wirklich sehr nah dran. Und vor allem unterstützt man hier eines der wenigen Projekte im südlichen Afrika, die das wirklich ordentlich machen mit dem Artenschutz. Und jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Tipp für alle die, die mal mit Tieren arbeiten wollten, deren Lebenstraum es ist, mal sich einzusetzen für Tiere, für Geparden beispielsweise. Hier kann man Volunteer werden und hier mal 4 Wochen oder 6 Wochen, 8 Wochen mitarbeiten in der Station. Das findet man auf Facebook, auch im Internet, die Adresse von Ashia, von dieser Station hier. Und da kann man sich mal informieren drüber. Also wer das immer mal machen wollte, der kann hierher kommen und wird hier nicht enttäuscht werden. Ja, das stimmt auf jeden Fall.